Antenne Vorarlberg. Hi, hier ist Vorarlberg-Reporter David Kieber. Ich befinde mich am Flugplatz in Hohenems und zwar ganz genau im Polizeihubschrauber Libelle zusammen mit Susanne Moll von der Landespolizeidirektion. Susanne, heute finden Schulungsflüge statt über dem Ländle. Warum, was wird da genau geschult heute? Genau, also Beamte von uns proben Luftaufnahmen von oben, also die Tatortsicherung wird da geübt und das findet heute statt. Ist es in dem Fall wichtig, kommt es oft vor, dass man einen Tatort von oben betrachten muss, von oben fotografieren muss? Ja, natürlich, vor allem bei schweren Verkehrsunfällen oder bei Sachen, wo es einfach sonst keinen Überblick gibt, werden vor allem Aufnahmen von oben gemacht und das üben sie auch. Wie viele Hubschrauber von der Polizei sind in Vorarlberg stationiert? Wir in Vorarlberg haben einen Hubschrauber, wir haben 3 Piloten, die das ganze Jahr da sind und mit im Moment 10 Flughelfer, 2 befinden sich noch in Ausbildung. Wenn Sie heute einen Polizeihubschrauber über Vorarlberg kreisen sehen, keine Angst, es ist nichts passiert, das sind nur Schulungsflüge von der Polizei, da finden heute Weiterbildungen statt.